Rekorde, das Hörspielmagazin. Toll hört sich das an. Mit Annie Hoffmann und Jochen Schropp. Oh, ist das schön! Sensationell! Hallo und herzlich willkommen bei Rekorde, das Hörspielmagazin. Mein Name ist Annie Hoffmann und mich strahlt Jochen Schropp an. So sieht's genau aus. Ich fühle mich gerade immer so ein bisschen, weißt du, wenn man so Nachrichtensendungen sieht und dann läuft da oben die Uhr und man weiß, okay, jetzt sind es noch 5 Sekunden bis zur vollen Stunde und dann fängt die Moderatorin, der Moderator an zu sprechen und wie wir hier dann immer so sitzen. Ich trinke noch einen kleinen Schluck Kaffee, das Wasser wird zurechtgerückt. Du spielst mit einer Heftklammer. Ich spiele immer mit Heftklammern, auch bei Moderationen, wenn man mich sieht. Ich habe immer irgendwas in der Hand. Ja. So, ja. Und jetzt sind wir schon wieder da und bei Rekorder und schön, dass ihr auch dabei seid mit einem wahnsinnig schönen Thema, Annie. Mit einem wahnsinnig schönen Thema und zwar ist unser Thema heute Urlaub auf dem Reiterhof. Und das hat natürlich einen Grund, denn das Thema der heutigen Sendung hat sich unser heutiger Gast ausgesucht. Und ein kleiner Teaser schon mal vorab, sie ist einer der allergrößten Stars aus dem Bibi-Blocksberg-Universum. Ja, das stimmt. Und du glaubst gar nicht, wie ich mich auf den Gast freue. Vor allem, weil ich gestern Abend mehrere Folgen von Bibi und Tina die Serie gesehen habe. Und ich muss sagen, wenn ich nicht ihr Vater sein könnte und ein kleiner Junge wäre, dann würde ich mich wahrscheinlich wahnsinnig in sie verlieben, weil sie hat eine tolle Ausstrahlung, sie ist eine tolle Schauspielerin, sie kann singen, sie kann reiten, sie ist einfach ein richtig cooler, ich will gar nicht sagen Kinderstar, denn sie ist schon 20 oder 21 Jahre alt. Aber bevor wir sie zu uns holen, erstmal die Frage an dich. Hast du denn schon mal, jetzt der Spannungsbogen steigt, aber ihr habt wahrscheinlich schon gelesen, wer heute bei uns ist. Hast du denn schon mal Urlaub auf dem Reiterhof gemacht? Und wenn ja, wie war's? Ich bin früher geritten als Kind, darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Dann habe ich dir erzählt, dass ich das nicht so mochte mit dem Pferde sauber machen und dass das nicht so mein Ding war. Und dann hast du, glaube ich, gesagt, dass du auch schon mal geritten bist als Kind, oder? Genau, ich habe ja voltigiert als kleiner Junge, aber das war ja nicht auf einem richtiger Reiterhof, war das nicht. Ich war tatsächlich im Urlaub auf dem Reiterhof als Erwachsener. Das haben wir einer guten Freundin von uns 2 Jahre in Folge geschenkt. Da waren wir in Polen auf einem Reiterhof, der direkt an einem See gelegen war. Und es war richtig, richtig toll. Also wir haben natürlich da auch ein bisschen mitgeholfen, ausmisten und so weiter, durften dafür eben auch einmal am Tag eine kleine Reitrunde durch den Wald machen. Aber ich kann das irgendwie nur empfehlen, auch als Erwachsener. Und wenn man nicht Reiter ist, macht das wahnsinnig viel Spaß. Sehr schön. Und du hast ja gerade schon fast zu euphorisch unseren Gast angekündigt. Ich freue mich auch unfassbar, dass sie da ist. Sollen wir es zusammen sagen, wer jetzt kommt? Wir sagen es zusammen. So machen wir das. Also, herzlich willkommen, Katharina Hirschberg. Katharina, komm zu uns. Hallo, hallo. Süß. Du sagst doch Kirche, ne? Ja. Und Kirsche, komm zu uns, setz dich zu uns. Gerne. Du darfst dir den Kopfhörer aufsetzen, dann hörst du dich auch. Katharina hat nämlich heute schon eine weite Reise hinter sich. Die hat nämlich Urlaub in Bayreuth bei ihren Eltern gemacht und saß jetzt heute den ganzen Morgen schon im Zug, oder? Das ist richtig. Ja. Ah, du bist heute Morgen angereist. Hui. Ja. Aber du wohnst in Berlin, oder? Seit Oktober, ja. Und? Wie ist es so in der großen Stadt nach Bayreuth? Also ich war mir erst ein bisschen unsicher, ob ich wirklich in Berlin leben will, weil es ja schon ein großer Unterschied jetzt auch von Bayreuth so ist, auch so in der Größe und so. Aber es gefällt mir tatsächlich viel besser als erwartet und ich glaube, ich bleibe auch erstmal hier. Also ohne jetzt zu viel preiszugeben, wo du jetzt direkt wohnst, aber in welchem Stadtteil hast du ein Zuhause gefunden? Da kann man ja dann auch immer sehen, was für ein Typ Mensch bist du eigentlich? Also ich wohne jetzt seit Januar in Charlottenburg. Was ist das? Ganz angepasst. So ein richtiges Reitermädchen halt, ne? Schöne Charlottenburg, ganz gediegen. Aber Charlottenburg ist ja auch wieder, also was heißt, war ja nie weg, aber ich habe das Gefühl, viele coole Restaurants und neue Läden machen ja mittlerweile auch in Charlottenburg auf. Aber da wird man eher ein bisschen mehr umarmt als jetzt zum Beispiel in Kreuzberg, im Wedding oder in Moabit. Ja, in Wedding habe ich vorher gewohnt. Aber, ja. Und das war die aber nix. Naja, ich hatte da halt nur eine Wohnung zur Zwischenmiete und
ja, ich habe halt genommen, was ich bekommen habe, sage ich mal. Aber es ist witzig, weil ich bin im gleichen Alter wie du nach Berlin gezogen. Du bist jetzt 21, ne? Ich bin 20. 20, okay, also doch. Habe ich die eine älter gemacht. Okay, also ich war fast 22, als ich nach Berlin gezogen bin. Und es ist am Anfang schon erstmal eine Stadt, die einen so ein bisschen erschlägt. Ich bin mit einer Schauspielkollegin zusammengezogen. Das heißt, ich kannte hier auch jemanden, aber trotzdem habe ich mich auch ganz schön einsam gefühlt. Wie geht's dir hier in der Stadt? Fühlst du dich gut aufgehoben? Hast du viele Freunde? Also am Anfang war es schon irgendwie so ein bisschen schwierig, vielleicht teilweise. Also ich kannte schon relativ viele Leute in Berlin, auch durchs Drehen und so. Und meine ganzen Freunde, sogar vom Bibi und Tina Dreh, die wohnen inzwischen eigentlich fast alle in Berlin. Und deshalb kannte ich schon so Leute und hatte Leute, mit denen ich mich treffen kann. Aber ich habe auch die ganze Zeit alleine gewohnt und nicht in der WG oder so. Oh ja, und dann Pandemie und so, ne? Genau. Ja, und Winter, ne? Ich finde Winter in Berlin ist ja nochmal was ganz anderes als ich habe es mir auf jeden Fall schlimmer vorgestellt, als es war. Also im Endeffekt hatte ich eigentlich bis jetzt echt eine gute Zeit. Und ich habe mich auch wenig alleine gefühlt. Und eigentlich habe ich damit mit allem gerechnet, so, dass ich mich alleine fühle, dass es zu viel ist. Aber es ist eigentlich gar nicht so eingetroffen. Also ich war eigentlich von Anfang an, habe ich mich relativ gut aufgehoben gefühlt. Cool. Und jetzt kommt der Sommer. Und der Sommer in Berlin ist einfach eher einzigartig. Der macht schon immer sehr viel Spaß. Ja, und der macht auch total Sinn. Also ich finde, Berlin und Sommer zusammen macht einfach absolut Sinn. Was wirklich auch richtig viel Spaß macht, aber auch teilweise nicht ganz so viel Sinn für mich, ist Bibi und Tina, die Serie. Habe ich nämlich gestern reingeguckt. Ich habe schon mal reingeguckt und dann habe ich irgendwie nicht kapiert, warum ihr dann auf einmal singt. Und es ist auch so super krass geschnitten. Und gestern habe ich mich aber darauf eingelassen, weil ich wusste, dass du heute zu uns in den Podcast kommst. Und ich habe mich echt in euch alle verknallt. Also das macht so viel Spaß. Also das ist, Annie, ich weiß nicht, ob du schon mal eine Folge gesehen hast, aber es ist wirklich wie ein Cartoon, der zum Leben erweckt wird. Erstens siehst du wirklich aus wie Bibi Blocksberg. Du kriegst dann ja auch so Sommersprossen, glaube ich, gesprayt, die du jetzt gerade nicht hast oder überschminkt hast, weiß ich nicht. Sind das deine echten Sommersprossen oder werden die dir mit dem Sprayer gegeben? Also es sind nicht meine echten, sie werden noch nicht aufgesprayt, sondern sie werden Punkt für Punkt mit so einem Aquapen aufgemalt. Oh wirklich? Oh nein, das dauert voll ewig, die Arbeit, oder? Ja, dauert schon eine Zeit. Wie oft sitzt du oder wie lange sitzt du morgens in der Maske? Für Bibi und Tina saß ich meistens so dreiviertel Stunde bis Stunde. Oh, das geht was, noch. Ja, aber es ist für ein junges Mädchen ist es schon, oder für eine junge Frau ist es schon ganz schön lang. Die brauchen ja normalerweise 15 Minuten, während, ja, je älter wir werden, desto länger brauchen wir. Das stimmt. In der Maske. Aber ich werde schon nervös, wenn das über 45 Minuten, also ich kann da nicht so lange, ich will nicht so lange stillsitzen, ne? Ja. Und wenn so alles zwischen, ich sag mal, einer Stunde und einer Stunde 15, da tut mir die Maskenbildnerin immer schon leid, weil ich dann schon so mit den Hufen schar und wieder aufstehen will. Kennst du wahrscheinlich auch. Ja, kenne ich auch, auf jeden Fall, aber meistens ist man nicht alleine in Maske und dann passiert was, man unterhält sich so, dann geht die Zeit auch ein bisschen schneller rum. Und man merkt auch, dass ihr euch, glaube ich, auch hinter den Kulissen sehr gut versteht, oder? Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Klassenfahrt, Urlaub auf dem Reiterhof-Gefühl, wenn man dann dreht. Ja, also wir verstehen uns alle sehr gut und wir sind auch alle regelmäßig im Kontakt und sehen uns auch so sonst richtig oft. Ja, also für alle, die jetzt Bibi und Tina noch nicht gesehen haben, es streamt auf Amazon, kann man sich auf jeden Fall gut angucken. Eine Folge geht ungefähr 30 Minuten, also da kann man sich auch wie ich gestern Abend dann mal schön 3 Folgen reinziehen. Eigentlich waren es 6, das sagt er euch aber nicht. Jetzt heute Morgen wirklich. Aber es war, weil es so abgefahren ist. Also erstmal sind die Lieder ganz, ganz toll. Ne? Du weißt ja, wer das komponiert hat, Annie. Ja, in der Vorbereitung, also als wir wussten, dass du kommst, dachte ich, warte mal, okay, ich habe das zwar nicht gesehen, aber das ist doch der Mann von Rosenstolz, das ist doch Peter Plate. Genau, der Peter Plate und Ulf Sommer. Und ich bin spätestens Fan von den beiden und was für Musik die machen, weil die mit meiner tollen Freundin Annette Hess zusammen das Musical Kudamm gemacht haben. Und das ist, Jochen hat es ja auch schon gesehen, das Musical, das ist auch wahnsinnig liebevoll und wahnsinnig toll. Ja, das habe ich auch gesehen. Und es sind halt einfach mit. Ich fand's toll, ja. Es sind halt einfach mit die besten Songwriter in Deutschland. Voll. Also ich meine, ich glaube, die haben das erste deutschsprachige Album von Sarah Connor komplett produziert und das ist ja auch eine große Ehre. Ihr singt ja selber auch. Mhm. Das heißt, als du gecastet wurdest, musstest du dann auch schon vorsingen. War das irgendwie quasi wichtig im Castingprozess, dass du auch singen kannst oder wie war das? Es war jetzt nicht so der Hauptentscheidungspunkt, sage ich mal, aber es war schon immer mit dabei. Also
Schon beim ersten Bewerbungsvideo, ich war ja Selbstbewerberin, ich habe ja vorher nicht geschauspielt, musste man schon so ein Video von sich einschicken, wie man singt. Mhm. Und dann beim zweiten Live-Casting, also beim Endcasting, sind wir dann sogar nochmal zu Peter und Ulf ins Studio gefahren und haben mit denen noch ein paar Lieder gesungen, dass die sagen, ob das klar geht, ob man mit uns die Lieder eben einsingen kann. Und da meinten sie so, ja, ey, klar. Also in der ersten Folge singen sie 36 Grad. Aber in der Bibi und Tina Version sozusagen. Ja. Das sind ja richtige Musikvideos, die jeder quasi dreht. Dann gibt es in einer Folge gibt es ein Meerjungfrauen-Synchron-Tanz in einem See. Wow. Das ist echt abgefahren. Ja, und ich weiß gar nicht, da singt ja eine Kollegin von dir das Lied. Genau, Selina. Die kommt dann auch immer wieder vor in der Serie? Nee, okay, die singt dann nur dieses eine Lied. Was auch, also die hat eine Wahnsinnsstimme. Du siehst, ich habe ja auch die Musik geschrieben. Du bist Fan, ich sehe das schon. Aber ich habe ja auch immer... ich habe ja auch immer gesagt, ich habe den Musikgeschmack eines Teenagers und zum Beispiel, es gab ja schon... Hast du Autogrammkarten mit? Leider nein. Aber ich kriege nachher ein Selfie mit dir, weißt du? Nein, aber es gab ja schon andere Bibis vor dir, unter anderem eben Lina Larissa Stahl, die ja mittlerweile auch Musik macht. Glitzer ist zum Beispiel ein Lied, was ich so feier und richtig gut finde. Ist das was dich auch interessiert? Also wäre eine musikalische Karriere auch was? Oder sagst du jetzt erstmal, nee, Schauspielerei ist jetzt erstmal... wichtiger? Also so Musik richtig eigentlich nicht. Ich habe, also singen mag ich ganz gerne, aber so selbst komponieren oder so habe ich jetzt noch nicht so für mich entdeckt. Muss man ja auch nicht unbedingt. Ja, stimmt. Man hat ja Ulf und Peter. Ja, aber so Poetry Slam oder so interessiert mich tatsächlich. Ach, schreibst du Gedichte auch? Ja. Und um was geht's da thematisch so? Alles von A bis Z, also worüber ich gerade so nachdenke. Hast du gerade eins parat? Leider nein. Dammit! Ja, so kann man das machen. Ja, nee, schade. Nee, leider nicht. Leider. Aber kann man das irgendwo nicht. Irgendwie bei dir bei Instagram oder sowas sehen? Machst du das manchmal? Oder behältst du das eher für dich und wenn überhaupt, dann live? Ein oder zwei Videos habe ich auf Instagram. Dann müsst ihr euch die einfach mal anschauen. Ja. Genau. Du hast gerade in so einem kleinen Nebensatz gesagt, ich habe ja vorher gar kein Schauspiel gemacht. Das heißt, das Casting für Bibi und Tina war dein allererstes Casting, was du gemacht hast? Ja. Ui. Ja. Ui, okay. Und dann sofort die fette Hauptrolle abgestaubt. Von 0 auf 3000. Ja, schon. Jetzt muss man ja dazu sagen, du warst ja auch immer Bibi und Benjamin Fan. Genau. Und wie ist das dann, weil ich kann mich noch erinnern, der erste Bibi Blocksberg-Film kam 2002 raus. Da habe ich gerade mit Schauspielerei angefangen, also 2001. Und ich war ja auch immer so ein Bibi-Fan und ich habe mir so gewünscht, da mitzuspielen. Und ich denke mir, wenn man dann da sich bewirbt und dann kommt man irgendwie, hat man das erste Casting, das zweite Casting und dann heißt es irgendwann, hey, übrigens, du hast die Rolle, du wirst Bibi Blocksberg. Das ist doch surreal. Also was ging dir da durch den Kopf? Wen hast du als erstes angerufen und was hat dir das bedeutet, diese Rolle spielen zu dürfen? Oh, also es war auf jeden Fall super surreal. Ich habe gesehen, dass die Darsteller suchen, das war auf Instagram, da war ich im Internat und wir haben uns da alle beworben, so alle Mädchen eigentlich, die so... Das ist wie wenn man sich bei GNTM bewirbt und dann nur eine wird genommen und der ganze andere Freundeskreis darf nicht kommen. Ja, okay. Und alle so, ja, herzlichen Glückwunsch, wir freuen uns voll für dich. Genau. Nee, und dann, ich weiß es nicht, dann war das irgendwie ein sehr, sehr langer Prozess, auch bis es überhaupt zum Live-Casting kam, hat es schon irgendwie 2-3 Monate gedauert. Und dann beim Live-Casting habe ich schon gewusst, dass es ziemlich gut gelaufen ist, weil am Anfang, also so vormittags waren irgendwie noch so 5 andere Darstellerinnen da und nachmittags wurden dann nur noch Harriet und ich eben da behalten, um noch andere Alex-Kandidaten zu casten. Und da hat man schon gemerkt, dass wir an dem Tag auf jeden Fall die Favoriten waren. Und dann hat es aber nochmal 1-2 Monate gedauert, bis wir dann zum nächsten Live-Casting eingeladen wurden. Und da habe ich mir dann schon gedacht, dass es wahrscheinlich nicht so schlecht gelaufen ist. Und da haben wir dann auch... Sehr clever, ja. Ja. Und dann hast du einfach einen Hexspruch gebracht und auf einmal warst du Bibi Blocksberg. So schnell ging's. Ja. Nee, und da habe ich dann aber schon damit so ein bisschen gerechnet. Da war ich dann noch als Einzige für die Bibi noch da. Und da haben sie es uns dann, also haben sie mir und Harriet dann auch Bescheid gesagt, dass wir die Rollen haben. Wir haben uns mega gefreut. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich habe wahrscheinlich zuerst meine Mom angerufen. Aber ja, es war schon... sehr schön. Also ich habe noch ganz, 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 ganz viele weitere Fragen. Ich habe auch 80.000 Fragen. Darf ich noch eine? Na klar. Kannst du dich, du wirst dich bestimmt dran erinnern, wie war denn der erste Drehtag?
Der erste Dreh, also ich war ernst nervös. Mhm. Ich hatte ja von gar nichts eine Ahnung. Es war jetzt auch das erste Mal, dass ich überhaupt an einem Set war. Und ich hatte tatsächlich keine Ahnung, wer für was zuständig ist oder wer was macht. Und in der allerersten Szene war ich zum Glück nicht drin. Ich glaube, es war auch so ein bisschen Absicht, dass ich erstmal gucken kann. Dass du erstmal so ein bisschen von außen beobachten kannst, ja. Wer macht hier was, wie läuft. Mhm. Dass ich mal gesehen habe, wie es läuft. So. Und man findet sich dann doch schneller rein, als man denkt. Also ich habe mir einfach versucht, keine Gedanken drüber zu machen, was alle um mich rum machen, sondern mich eben auf mich zu konzentrieren, auf das, was der Regisseur, also Book, eben zu mir sagt. Dann drehst du deine erste Serie mit Detlef Book. Er nennt den Book. Ja, einfach nur der Book. Okay. Ja, einer der krassesten, besten, tollsten, glaube ich auch sympathischsten und kreativsten Regisseure Deutschlands. Ja. Das ist ja auch eine wahnsinnige Ehre. Und ich glaube, die Zuhörenden, die vielleicht noch nie so an einem Set waren, denen muss man auch erklären, es ist natürlich das eine, die Szene zu verstehen und die zu spielen und wahrhaftig zu spielen. Das andere ist die ganze Technik, die drumherum kommt. Ja? Mhm. Da stehen auf einmal, keine Ahnung wie viel, 30, 50 Menschen um dich rum. Du musst vielleicht einen Gang machen, musst aber dann auf dem X stehen bleiben oder dann legt man da mittlerweile so Marken. Ja, so Marken. Also es sind wie so kleine Würstel aus irgendeinem komischen Stoff. Ja, so kleine Stoff. Sandsäckchen. Ja, genau. So. Viel besser beschrieben als ich. Dankeschön. Würstel. Die Würstel. Ja, und dann darf man da nicht drüber stolpern und muss genau da stehen bleiben, damit man eben auch in der Schärfe ist und so weiter und so fort. Und eben, wie ich gesagt habe in der ersten Folge, die fahren da Fahrrad, Tandem, wobei das war, glaube ich, wahrscheinlich irgendwo drauf montiert. Könnte ich mir vorstellen. Nee, das sind wir schon richtig gefahren. Immer. Auch von vorne, nee. Ach so, nee, von vorne, stimmt, von vorne nicht, aber sonst. Ja, sonst, aber ja, sie fahren quasi auf diesem Tandem selber, sieht man ja auch, ja, wenn man das komplette Rad sieht, müssen aber auch noch lippensynchron singen, müssen noch auf Cristobal, der da an der Seite steht, noch reagieren und ihm sagen, irgendwie, er kann irgendwie nicht mitfahren, ist alles voll. Ach, du siehst, ich hab's, ja. Fanboy. Ich bin ein bisschen Fanboy heute. Aber das darf ich auch sein, hoffe ich. Aber dadurch, dass wir nicht chronologisch gedreht haben, war das zum Glück nicht der erste Drehtag. Oh, stell mal vor. So, und jetzt singst du und dann bespielst du bitte das Pferd auch noch. Und hier, pass mal bitte auf, dass du innerhalb der Markierung bleibst. Und ich habe gehört, dass ihr eigentlich, glaube ich, auf einem Bauernhof dreht, der auch einer bekannten Schauspielerin gehört. Ja. Darf man das sagen? Ist das geheim? Weiß ich nicht. Also inzwischen gehört er tatsächlich Amazon. Also der wurde gekauft von uns. Sehr schlau. Also er hat mal Nadeshda Brennecke gehört. Ja. Ah, das war der Hof von Nadeshda. Ah, ja. Okay. Und jetzt hat Amazon den gekauft. Das ist auch geil. Aber gut, ich meine, wir werden später noch über den Kinofilm sprechen. Ja. Bibi und Tina einfach anders, der ja am 21. Juli in die Kinos kommt. Jetzt wollen wir aber erstmal über Bibi und Tina generell reden. Du hast eine Lieblingsfolge mitgebracht. Wie heißt die und warum ist es deine Lieblingsfolge? Die Folge heißt Bibi und Tina, die Wildpferde Teil 1, glaube ich. Und es war also, was heißt Lieblingsfolge? Jetzt ist schwer zu sagen, aber früher war es auf jeden Fall meine Lieblingsfolge. Ich habe, wenn ich so eine Folge neu hatte oder so, ich hatte damals noch diese blauen Kassetten von Bibi und Tina. Die haben wir alle. Ja. dann habe ich die halt immer so oft hintereinander gehört, also wahnsinnig oft hintereinander, weil ich es immer so cool fand. Und ich habe zum Einschlafen immer Bibi und Tina gehört. Und die Folge habe ich so oft gehört, dass ich sie von vorne bis hinten aufwendig aussagen konnte. habe ich auch im Auto einmal gemacht, als wir keine Kassetten hören durften. Und ich weiß nicht, irgendwie, es hat mich richtig fasziniert, dass sie mal woanders waren und dass sie neue Leute kennengelernt haben. Dass irgendwie, keine Ahnung, dass sie einfach mal ganz woanders waren. Das fand ich irgendwie ziemlich cool. Da müssen wir, glaube ich, kurz erklären, wo sie waren. Möchtest du die Folge kurz zusammenfassen, oder soll ich das machen? Das machst du gerne. Wir hören aber erst mal rein, würde ich sagen, oder? Ich würde es eigentlich, glaube ich, erst erklären, damit wir dann wissen, worum es geht. Na gut. Also, weil Bibi und Tina überzeugen, den Grafen, einem Gestüt in Ungarn, zu helfen, indem er von dort einige halb verwahrloste Wildpferde kauft. Die beiden Mädchen dürfen sie mit dem Zug abholen. Der alte Janosch ist froh über die Hilfe für das Gestüt, doch Mikosch, der Reiterjunge, will die Pferde nicht hergeben, schon gar nicht seinen Baboschko. Das ist offensichtlich dann sein Pferd. Also deswegen, sie sind in Ungarn, sind irgendwo anders. Und jetzt hören wir mal rein. Du machst mich traurig. Das will ich nicht, Mikosch. Weil ich dich nämlich sehr nett finde. Sowas hat noch kein Mädchen zu mir gesagt.
Wenn du immer nur alleine reitest und mit dem Kopf nach unten hängst? Du verstehst das nicht. Dann bin ich glücklich. Verstehe ich schon. Wenn ich mit meinem Hexenbesen Loopings mache, bin ich auch glücklich. Mensch, das hört sich ja fast schon wieder an, als wäre Bibi so ein bisschen verliebt, wie damals in Joachim. Joachim, Joachim, Joachim. Stimmt. Flirty, flirty. Und man hätte auch denken können, dass das Yannick Schümann ist, der ja, das spricht. Stimmt. Klingt ein bisschen nach Aber Yannick, er hat sich ja schon beworben, dass er bei Benjamin und Bibi mal mitsprechen möchte. Insofern kann das nicht gewesen sein. Yannick war nämlich neulich in der Folge unser Gast und da hat er uns das erzählt. Die Folge war aus dem Jahr 1993 und... Stimmt, da wäre er auch noch ein ganz, ganz kleiner Junge gewesen. Ja, das wollte ich jetzt gerade. Ja. Ja. Hörst du das heute noch oder seitdem du Bibi spielst nicht mehr? Phasenweise. Mhm. Also ich höre es jetzt nicht ständig, aber ich habe tatsächlich auch einen kleinen Bruder, der das heimlich ganz gerne hört. Heimlich, weil er findet, dass das eigentlich nichts für ihn ist? Ja, der ist halt jetzt schon 13 und ist ein Junge und ist, ist halt nicht so cool. Ist ja gut, dass unser Podcast einfach eher nur für uns drei ist, dass das nie jemand hören will. Ja, ich kriege jetzt Ärger zu Hause. Du kannst dazu stehen, auch als 13-Jähriger darf man noch Bibi und Tina hören. Ich kenne ganz viele erwachsene Männer, die immer noch Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen oder Bibi und Tina zum Einschlafen hören. Das ist voll okay. Ja, einer davon sitzt uns gegenüber. Ja, und ja, ich bin über 40 und schlafe immer noch mit einer kleinen Plüschmaus in der Hand ein. Mit der gehe ich auch auf Reisen. Die wird, bei mir ist es ein Elefant. Ja, die wird auch gerne mal abgezogen, wenn ich dann im Hotel bin und die so alle 3 Tage mal das Bett abziehen. Dann ist auf einmal die Maus nicht da und dann steht da ein erwachsener Mann unten bei der Rezeptionistin, die Auszubildende ist und irgendwie 17 Jahre alt ist und sagt, Entschuldigung, kann es sein, dass Sie vielleicht meine Plüschmaus mitgewaschen haben? Es ist mir schon 2-mal passiert. Oh, und zwar mir richtig peinlich. Und dann geht sie zu ihrem Kollegen, den ich natürlich, der ein bisschen älter ist und der mega gut aussieht und den ich vielleicht auch ein bisschen gut finde und sagt dann, der Herr Schropp hat seine Plüschmaus vermisst. Die müssen wir abgezogen haben. Wir müssen mal runter in den Waschraum und die Plüschmaus von Herrn Schropp suchen. Ja. Und mir ist es mega peinlich, aber gut. Hast du auch so ein Tier? Also wie gesagt, bei mir ist es der Elefant. Den hat mein Patenkind und den habe ich. Und der geht mit mir auch wirklich, egal wo ich drehe, der Fanti geht mit mir überall hin. Ich habe einen Delfin. Ah. Auch schön. Ja. Wie groß ist der? Der ist nicht groß, der ist vielleicht so mein Unterarm lang. Okay. So groß wie eine Barbie Unterarm. Ungefähr. Ja, ich würde sagen, also ich als Kenner würde sagen, so groß wie eine Barbie, 29 Zentimeter. Ja. So, top. Top, Herr Schropp. Also du kommst hier mit Wissen heute um die Ecke. Ja, ne? Wahnsinn. Und nimmst du den Delfin dann auch überall mit hin? Ja, auf jeden Fall. Schon immer. Hat der auch so ein, also als Kind gibst du den ja immer so wahnsinnig kreative Namen. Zum Beispiel mein Freund hat auch so ein Tier, das ist ein Affe, der hat den tollen Namen Affi. So, mein Elefant heißt Fanti. Wie heißt denn dein Delfin? Delfin. So. Meine Maus heißt auch Maus. Wobei es aber mittlerweile so ist, dass mein Mann die Mausmaus ist und ich bin die Bummelmaus, weil ich immer zu spät bin. Also wir haben ganz viele Mäuse. Oh Gott, ist das alles peinlich. Komm, wir spielen mal ein Spiel, oder? Die wollen doch nur spielen. Also, wir spielen jetzt ein Spiel, das auf den schönen Namen Hör mal, wer da spricht hört. Mhm. Und zwar hören wir gleich Ausschnitte aus Hörspielen und Hörbüchern, die von prominenten Personen eingesprochen wurden. Und entweder sprechen sie mit ihrer eigenen Stimme oder mit einer Stimmfarbe, die typisch ist für die Hörspielrolle. Und wir müssen jetzt erraten, wer das spricht. Und sollten wir nicht drauf kommen, ist hier vorne so ein kleines Zettelchen, da gibt es dann Hinweise, die uns vielleicht helfen können. Okay. Und auf den Zettelchen stehen dann aber auch die Lösungen. Und wenn wir sie nicht erraten, sind sie einfach nicht prominent genug gewesen. Das hast so du. Sieht das aus. So, sage ich jetzt einfach mal so. Okay, gut, also Spiel, Hinweis Nummer 1, ne? Lebte ein König, dessen Töchter waren alle schön. Die jüngste aber war so schön, dass die Sonne selber, die schon die ganze Welt gesehen hat, sich wunderte, so oft sie ihr ins Gesicht schien. Wie das bei schönen Prinzessinnen aber bekanntlich so ist, war sie auch ganz schön verwöhnt.
Also ich glaube, ich weiß, wer es ist, aber wenn Katharina auch weiß, wie hast du dich eigentlich vorhin vorgestellt? Weil da hast du die Maske noch auf, du hast einen Spitznamen. Ina. Ina, okay. Immer Ina genannt. Dürfen wir Ina sagen? Ja, klar. Gut. Yeah. Also wenn okay. Ina darauf kommt und ich glaube, der Vorname des Mannes, der das gesprochen hat, hat genauso viele Buchstaben wie Ina. Oh. Kleiner Hinweis. Yoshi. Aber ich glaube fast, dass du den nicht kennst, weil du da... Ich kenne die Stimme auf jeden Fall. Ich glaube, das sind diese Grimm-Märchen, die da gelesen werden. Ich glaube, ich habe das sogar von ihm gehört. Aber ich bin ganz schlecht in Hörspielsprechern, so vom Namen her. Ja, also er ist nicht nur Hörspiel... Es sind nicht nur Hörspielsprecher, sondern auch Prominente, okay, die Sachen sprechen. Also es ist, wenn es Hörspielsprecher werden, werden Jochen und ich auch ganz schlecht. ich würde tippen auf... Sky Dumont. Genau. Sollen wir mal gucken, ob es stimmt? Ja. Kennst du den? Sagt dir das was, Sky Dumont? Nee. Nee? Leider nein. Wenn wir dir ein Bild zeigen. Dann vielleicht. Ja. Ist es denn überhaupt richtig? So, Hinweise hätte es gegeben. Und einer der Hinweise wäre gewesen, der Sprecher ist ein bekannter deutscher Schauspieler mit einer sehr markanten Stimme. Er spielte bereits in einem Hollywood-Blockbuster an der Seite von Tom Cruise und Nicole Kidman mit. Hast du den schon mal gesehen? Ja, ja. Der hat auch mal Werbung für Schnapspralinen gemacht. Stimmt. Und hat eine Ex-Frau, die gerne Interviews auf roten Teppichen gibt. Doch, klar, den kenne ich. Der hat, glaube ich, auch bei Schules Manitou mitgespielt. Ja, auch oh, das. Oh, siehste. Also Sky Dumont. Und wir haben gerade aus dem Hörbuch Der Froschkönig etwas gehört. Finde ich, haben wir gut gemacht. Haben wir alle haben drei wir, sehr haben gut wir zu gemacht. Dritt sehr gut gemacht. Finde ich auch. Dann jetzt der nächste Hinweis, oder? Okay, bist du bereit? Ja. In die Computertastatur. Hier unter den Paprika-Chips. Und der Bildschirm? War da nicht auch mal ein Bildschirm? Hinter dem Tischfußball. Nee, hier unterm Bettzeug. Warum hatte ich das Bettzeug nochmal auf dem... Ich glaube, ich habe eine Idee. Also es ist ganz interessant, dass du gerade der Froschkönig gesagt hast, denn in meiner Staffel The Masked Singer, wo ich mitgesungen habe, war er der Frosch. Ja, dann habe ich... Und er war mal einer von den zwei Doofen, falls du die noch kennst. Aber die sind, das ist auch uralt. Doch, kenne ich. Nimm mich jetzt auch, wenn ich stinke, denn sonst sag ich winke und goodbye. Dieses Album haben meine beste Freundin und ich, als wir im Kindergarten waren, so rauf und runter gehört. Einfach nur, weil wir es nicht durften. Ja. Aus Prinzip. Einfach, ich habe die Doofen auch rauf und runter gehört. Also auch geil, wenn das das Schlimmste ist, was du als Kind deinen Eltern antust, nämlich, dass du die Doofen hörst, dann warst du dann doch irgendwie ein braves Kind. Ich mochte auch Jesus, du warst echt okay. Jesus, every time for play. Die Auflösung ist natürlich Wiegald Boning. Und wir haben gerade gehört Ghost Sitter, die fantastischen Fälle des Dr. Rufus T. Feuerflieg. Das kenne ich nicht. Ich auch nicht. Das ist aber auch der komplizierteste Titel, den man sich irgendwie ausdenken kann, oder? Voll. Zwischendrin denkt man, das ist irgendwie so ein Science-Fiction-Film. Dann denkt man, es könnte vielleicht doch in die Erotik-Richtung gehen. Ghost-Sitter? Ja, lese es bitte nochmal vor. Ghost-Sitter insgesamt. Zu hören war etwas aus der Hörspielreihe Ghost-Sitter. Die fantastischen Fälle des Dr. Rufus T. Feuerflieg. Ja, irgendwie finde ich, hat das auch was Sexuelles. Ich weiß nicht, warum. Ja? Ja. Okay, darüber reden wir, wenn die Mikros aus sind, würde ich sagen. Hinweis Nummer 3? Ach, mir macht das Spaß, das Spiel. Ja, bitte. Okay. Bei jedem anderen Einwohner von Avonlea hätte Mrs. Rachel durch geschicktes Kombinieren bald eine einigermaßen plausible Antwort auf beide Fragen gefunden. Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung. Ihr? Mm-mm. Ich glaube, ich weiß, in welche Richtung es so geht. Wahrscheinlich Schauspielerin um die zwischen 40 und 50, macht eher so intellektuelle Sachen. Soll ich mal einen Hinweis geben? Gib mir mal einen Hinweis. Oder oh, ich geb euch mal einen Hinweis. Ja. Die gesuchte Stimme war schon zweimal auf dem Titel der Bravo Girl. Wow. Okay. Dann bin ich nicht zwischen 40 und 50. Nee, naja doch, die könnte schon um die 40 sein, weil Bravo Girl, gibt es die überhaupt noch? Ja. Ehrlich? Ich glaube. Gut, aber wahrscheinlich nur noch irgendwie... Alle Vierteljahre oder so. Also können wir noch mal ganz kurz rein und ich glaube, dann weiß ich, wer es ist. Ich kann noch mehr Tipps geben. Ja, auch. Gib doch noch einen. Soll ich noch einen Tipp ja. geben? Eine bekannte deutsche Schauspielerin startete ihre berufliche Laufbahn als Model und Bravo Girl. Jasmin Gerhardt. Und war auch Moderatorin beim Sender Viva.
War Jasmin Gerard auch bei Viva? Weißt du, wer Jasmin Gerard ist? Nee, ich glaube, da habe ich noch du, nicht. Ich google wieder ein Bild. Du kennst sie bestimmt. Bestimmt. Das muss... Nee, ist falsch. Sie spielt die Kommissarin im Schwarzwald-Krimi. Dann ist es Jessica Schwarz. Und führt mit ihrer Schwester ein Hotel in ihrem Heimatort. Hä, das ist Jessie? Weißt du, wer Jessica Schwarz? Ja, das weiß ich. Von Biohackers? Aber das hätte ich nie erkannt. Da will ich wirklich... Ja, mach nochmal, mach nochmal. ...anderen Einwohner von Avonlea hätte Mrs. Rachel durch geschicktes Kombinieren bald eine einigermaßen plausible Antwort auf beide Fragen. Ja, wenn man's weiß, ja, aber... Wäre ich so nie drauf gekommen. Ja, und ich war mir nicht so sicher, weil wir hatten ja hier auch schon Kolleginnen von dir, die auch schon gesprochen haben, ja, die dann als Schauspielerinnen sehr betont sprechen. Da wird jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. Und da war es jetzt eben nicht so. Und dann dachte ich, vielleicht ist das so eine, aber dann doch eben eine intellektuelle Schauspielerin, die normalerweise eben sehr hochtrabendes Kino dreht und jetzt aber versucht, so natürlich wie möglich zu sprechen. Aber Jessie ist natürlich einfach eine coole Socke. Voll. Und Jessica Schwarz war zu hören in der Hörbuchlesung von Anne auf Green Gables. Mhm. Oh. Sollen wir noch ein? Ja, gerne. Gutes Spiel. Ja, total. Hey, lass es uns machen. Das macht sie aber übrigens auch sehr gut bei Bibi und Tina. Ja? Lachen und an, so. Es ist schon eine sehr gute Laune, die ihr da versprühen müsst, ne? Ja, schon. Ja. In deinem Leben noch Hunderten dieser Schaben begegnen, Ellen. Amerika ist von diesen Krabbeltieren übersät. Sie sind nicht auszurotten und werden sogar einen Atomkrieg überleben. Oh, ich kenne die Stimme, ich kenne die Stimme. Ich kenne sie auch. Und? Dir fehlt auch der Guck Name mal, der dazu. Guck mal, der ist ganz kurz, ja, der geht nur 8 Sekunden. Nochmal. Lass uns mal reinhören. Ja. In deinem Leben noch Hunderten dieser Schaben begegnen, Ellen. Amerika ist von diesen Krabbeltieren übersät. Sie sind nicht auszurotten und werden sogar einen Atomkrieg überleben. Ich weiß es. Ja? Ich glaube... Also ich glaube, es ist keine klassische Schauspielerin. Lies uns mal den ersten Hinweis vor. Ich kenne die Stimme und ich weiß, wer es ist, aber mir fällt der Name dann nicht ein. Dann hören wir nochmal. Du wirst in deinem Leben noch Hunderten dieser Schaben begegnen, Ellen. Amerika ist von diesen Krabbeltieren jetzt übersät. Jetzt weiß ich es auch. Sie sind nicht auszurotten und werden sogar einen Atomkrieg überleben. Jetzt weiß ich es auch. Hinweis? Ich kenne die Stimme auf jeden Fall. Sie backt sehr gerne. Richtig, das wäre der erste Hinweis sogar. Wirklich? Ja, die gesuchte Stimme hat eine große Affinität zum Backen. Aber... Zweiter Hinweis? Ja. Wurde als Moderatorin mit schrägen Frisuren und Aus... Eni? Ja. Genau. Ja. Eni van der Maiklokis. Yes. Und witzig. Zwar hat Eni eine Gastrolle im Hörspiel Die drei Fragezeichen, Folge 106 gesprochen und die heißt Der Mann ohne Kopf. Ja. Oh. Das klingt nach drei Fragezeichen. Ich würde mal sagen, wir waren richtig gut. Wir waren richtig, richtig gut. Wir waren richtig gut. Oh, also bis auf Jessica Schwarz, weil Jasmin Gerard, naja, die war nämlich auch mal, ja, die war auch mal, es gab früher diese Wahl war das nicht sogar Girl des Jahres oder Mädchen des Jahres oder sowas? Keine Ahnung, Girl. Ich glaube, die gibt es nicht mehr. Und die hat eben, ich glaube, Jessie und Jasmin haben die beide gewonnen oder waren unter den Top 2 oder sowas. Und dann haben die ja auch Bravo TV moderiert, beziehungsweise Jessie dann Viva und so, das war noch... Das ist ganz lange her. Aber es ist krass, es ist schwerer, so Leute an der Stimme zu erkennen, als ich dachte, weil sonst achtet man schon irgendwie immer sehr aufs Aussehen. Und sogar wenn ich die gekannt habe, war schon schwer. Aber ich finde zum Beispiel auch jetzt, wo du ja hier als Privatperson sitzt. Ja, Als du hast du auch eine ganz leichte Einfärbung vom Dialekt, die du überhaupt nicht hast, wenn du Bibi spielst. Das kann gut sein, ja. Ach, das höre ich zum Beispiel gar nicht. Also ich höre raus, ich hätte dich jetzt nicht in Bayreuth verankert, sondern irgendwo im Schwabenländle. Ja, ich war ein paar Jahre im Internat im Blaubeuren. Ach so. Also bei Ulm. Ah, okay. Aber es ist nur ganz minimal. Sherlock. Aber ich liebe ja einfach Dialekte. Und Sherlock Schropp hat das natürlich sofort gehört. Ja, das und wenn du dann sagst, gehört. Die Lütte und so, dann weiß ich natürlich auch gleich, wo du herkommst. Ja, die Lütte. Wir haben ja jetzt SprecherInnen und Sprecher gehört. Hast du einen Lieblingssprecher? Also ich habe immer Hörbücher von Rufus Beck sehr gern gehört. Völlig zu Recht. Ich finde den auch ganz, ganz toll. Oder? Du magst den ja auch so dolle. Ich mag den auch sehr gerne. Ich glaube, am bekanntesten ist er uns durch Harry Potter. Ja. Und auch da haben wir einen kleinen Einspieler für dich. Yorksley hatte sich vorgeneigt und blickte über den langen Tisch zu Voldemort und Snape. Alle Gesichter wandten sich ihm zu. Oh, so toll. Herr, ich habe anderes gehört. Yorksley wartete, doch Voldemort sagte nichts. Deshalb fuhr er fort. Dawlish, der Auror, hat beiläufig erwähnt, dass Potter erst am 30. fortgeht. Ja, das ist einfach nochmal eine ganz andere Qualität, ne? Das ist bombastisch. Ist schon cool. Richtig toll.
Ist das was, was du dir auch neben der Schauspielerei mehr vorstellen kannst? Hörbuch sprechen? Ja. Ich hatte tatsächlich schon öfter drüber nachgedacht, weil ich lese auch sehr gerne und ich glaube, ich hätte schon echt Lust dazu. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ist noch nie dazu gekommen, dass ich eins gelesen habe. Aber ich hätte schon Lust drauf. Das heißt, auch wenn ihr, weil es gibt ja auch von Bibi und Tina ein Live-Action-Hörspiel, also quasi vom Film dann quasi ein Hörspiel gemacht, da werden dann nur die Tonspuren des Films genommen, dann müsst ihr nicht nochmal irgendwas einsprechen. Nee, da machen wir gar nichts mehr. Ah, wir haben gedacht, dann düst ihr nochmal alle ins Studio und könnt da dann nochmal aufnehmen. Nee, das Einzige, was wir machen, ist eben nachsynchronisieren, so die Sachen, die ein bisschen undeutlich waren und so, aber sonst nicht. Und was, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass du jetzt Harry Potter Hörbücher nicht mehr so oft hörst, weil die auch sehr lang sind und du vielleicht auch gar nicht so viel Zeit dafür hast. Gibt es denn irgendwelche anderen Hörbücher, Hörspiele, Podcasts, die du zurzeit aktuell hörst? Ja, ich habe so in letzter Zeit wieder so ein bisschen für mich entdeckt, so Hörbücher zu hören, wenn man irgendwie mal entspannen will und nebenher malen will oder so. Ich liebe das, dass du so kreativ bist. Also ich glaub, dass du gerne malst, dass du bastelst und dass du Poetry Slams machst oder da eben Sachen schreibst. Finde ich schön. Finde ich gut. Danke. Genau, und da habe ich es wieder so ein bisschen für mich entdeckt. Also ich höre gerne Hörbücher. Da höre ich eigentlich so ziemlich durcheinander. Also viele so Young Adult Sachen im Moment. Sind Young Adult Sachen? Erklär mir das. Naja, so junge Erwachsene-Bücher, also gerade habe ich Looking for Alaska von John Green gehört. Mhm. Gibt es, glaube ich, auch als Serie. Ja, auf Join. Mhm. Richtig. Habe ich auch noch nicht gesehen. Um was geht's da, wenn du das kurz zusammenfassen kannst? Es geht um einen Jungen, der ziemlich aus der Provinz kommt und dann auf ein Internat geht und da ein Mädchen kennenlernen, das ihn total fasziniert, weil sie irgendwie so wild und so anders ist und so komplett gegen alles, was er eigentlich ist. Und da lässt er sich dann so ein bisschen von anstecken, aber sie hat noch so eine, keine dunkle Seite, aber sie hat eigentlich Depressionen, die man aber eigentlich nicht so, die man nicht merkt, wenn man ihr begegnet. Und es kommt dann aber immer mehr raus, je besser er sie kennenlernt. Und dann, es geht eigentlich sehr viel um dieses Zwischenmenschliche und um dieses, was zeigt man von sich und was nicht. Oh, klingt super toll. Ja. Ja. Und dann, René, wir spoilern jetzt nicht. Was hörst du sonst noch so? Manchmal auch gerne noch Kinderhörspiele tatsächlich. Also entweder Bibi und Tina oder so, aber auch diese Disney-Hörspiele habe ich in letzter Zeit öfter mal gehört. Oder. Das ist ja eine ganze Menge schon. Ja. Da wird viel gehört und gemalt. Ja. Sehr gut. Finde ich gut. Ihr bringt ja auch euren neuen Film ins Kino, das hat Jochen ja gerade schon mal angesprochen. Am 21. Juli startet der. Genau. Bibi und Tina einfach anders heißt der. Mhm. Was ist denn so anders an Bibi und Tina einfach anders? Das ist eine ganze Menge, was da einfach anders ist. Also in Bibi und Tina einfach anders ist ein bisschen das Ding, also es beginnt eigentlich ganz normal. Bibi macht wieder ihre Sommerferien auf dem Martinshof und alles ist gut. Aber auf einmal fängt eben alles an, so ein bisschen aus dem Ruder zu laufen. Es kommen drei Problemkinder aus dem Internat einfach anders auf den Martinshof. Und das Internat heißt einfach anders? Das Internat heißt einfach anders. Okay. Weil da eben spezielle Kinder sind. Und die heißen auch... Die heißen Disturber. Spooky und Silence, genau. Ja. Und die Namen verraten schon einiges über die Charaktereigenschaften. Das sind doch nicht ihre echten Namen, sondern die Namen, die sie eben sich selbst gegeben haben. Und die machen schon mal ziemlich Wirrwarr auf dem Martinshof. Und dann fängt es noch an, dass irgendwie ein ganz komischer Typ auftaucht und irgendwie... Das ist Kurt Krömer wahrscheinlich, ne? Das ist Kurt Krömer, okay. Und so ein bisschen dem Grafen Konkurrenz macht und Gerüchte verbreitet, Aliens würden irgendwie über Falkenstein kommen und da dann so ein paar... Ja, so ein paar Dorfbewohner, das dann alles glauben und irgendwie an eine Alien-Invasion plötzlich glauben, was für die im Martinshof total unrealistisch ist, sag ich mal. Und dann irgendwie, gibt es so ganz verschiedene Stränge, die alle irgendwie aufeinander zulaufen. Ich darf jetzt aber leider nicht so viel sagen. Aber wir haben einen schönen Einspieler. Na dann. Von Bibi und Tina einfach anders. Kinder, willkommen auf dem Martinshof. Du bist diese Hexe, von der alle immer erzählen. Hexe! Was machst du da? Na, ich suche nach Meteoriten. Wow. Du meinst, auf dem Mars könnte es extraterrestrisches Leben geben? Unglaublich. Seit
Seitdem diese Meteoriten eingeschlagen sind, passieren echt komische Dinge. Also ich habe echt schon viel erlebt, aber das hier ist schräg. Also es hört sich auf jeden Fall nach einer ganzen Menge Spaß an. Also Franziska Weiß kenne ich auch, die Mama spielt von Tina. Und die hat mir immer ganz begeistert erzählt, wie viel Spaß das macht. Und man merkt auch, wenn man die Serie sieht, den Film habe ich ja noch nicht sehen dürfen, aber man merkt bei der Serie auch einfach, dass auch die Erwachsenen und die Kinder irgendwie gut miteinander können. Und total, dass es eine schöne Atmosphäre ist. Also mit Holger Stockhaus und Franziska Weiß haben wir ja viel Zeit verbracht. Oder jetzt im Kinofilm auch mit Kurt Krömer. Und es sind alles super tolle Menschen, mit denen wir uns echt auch so nach dem Dreh und vor dem Dreh gut verstanden haben. Es war schon eine sehr angenehme Atmosphäre immer. Sehr besonders auch so zu arbeiten, ja, ne? Mhm, voll toll. Okay, wollen wir noch was spielen? Ja, ja, sehr gerne. Sehr gut, okay. 3, 2, 1 und bitte! Jetzt spielen wir das große Spin-Off-Spiel. Und zwar werden wir jetzt einen Ableger oder eine Auslagerung, also einen Spin-Off kreieren. Und dafür haben wir kleine Zettelchen hier vor uns, auf denen die Namen und eine kurze Beschreibung von bekannten Bösewichtinnen stehen. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, gemeinsam zu überlegen, was die Handlung eines Spin-Offs zu dieser Figur wäre. Sind sie geläutert? Hatten sie vielleicht ein Erlebnis, das sie für immer verändert hat? Oder haben sie ihr Schurkentum perfektioniert? Und wir müssen uns jetzt überlegen, worum geht es in dem Spin-Off? Ich finde, du hast Spin-Off auch einfach total gut erklärt. Weil Bibi und Tina ist ja auch ein Spin-Off von Bibi Blocksberg. So. Stimmt. Ja. Okay, also wer zieht? Du darfst natürlich als Gast als erstes ziehen. Wo? Hier? Also ich habe die Meerhexe Ursula aus Ariel, die Meerjungfrau. Was aus der geworden ist? Oder nein, was die für ein Spin-Off ist? Nein, wie hat sie böse geworden ist. Alle so, ey. Na, eigentlich was, also ein Spin-Off wäre ja, also wenn die Ariel, ihre eigene genau, Serie. Genau. Ariel ist der Film und was weiß ich, Ursula würde jetzt ihre eigene Serie kriegen, was die Handlung wäre. Vielleicht, ich schmeiße das einfach mal in den Raum, ihr könnt ja dagegen sein, ja. Aber vielleicht ist Ursula eigentlich gar nicht glücklich damit, böse zu sein. Und ist in der Serie auf der Suche nach irgendeiner Formel oder nach irgendjemandem, der sie zu einer besseren Meerhexe, was ist sie? Meer? Nein. Ich glaube, sie ist eine Meerhexe. Ich habe gerade überlegt, in Ariel geht es ja eigentlich darum, dass Ursula ihr die Stimme klaut, ja, weil sie selbst so eine schreckliche Stimme hat oder so. Und ich glaube auch, dass sie eigentlich eifersüchtig ist auf Ariel und dass sie eigentlich ein normales Leben haben möchte und das so, wie sie es eben nicht haben kann. Und vielleicht geht es da wirklich entweder natürlich so darum, dass sie lernt, sich selbst zu akzeptieren und in ihrem Universum glücklich zu werden. Oder... Also Selbstakzeptanz als Bösewicht. Ja. Nee, es ist okay, dass ich ein Arschloch bin. Das ist total okay. Vor allen Dingen, das erzählst du dann über 3 Folgen und dann so, ja, wird abgesetzt. Na, aber die Idee ist toll. Naja, dann müsste es... Oder es ist der zwiespältige Kampf mit sich selber. Ja. Und sie kommt immer wieder vom Weg ab. Naja, es gibt natürlich irgendjemand, der ihr, ich sag jetzt mal, ne, Engelchen und Teufelchen, irgendein Teufelchen. Der böse Sebastian, der sie ins Dunkel zieht. Genau, irgendjemand, der ihr dann immer wieder einredet, dass sie doch gut so ist, so böse wie sie ist. Dabei will sie eigentlich jemand Besseres sein. Und zum Schluss ist die Selbstakzeptanz, ja, was ist die Selbstakzeptanz? Dass es okay ist, eine böse Hexe zu sein. Vollkommen. Oder, du hast gerade gesagt, oder du hast noch eine zweite Idee. Ja, oder sie ist halt selbst irgendwie verhext und habe ich überlegt, weil... Ah. Wie gleich wieder Bibi und Tina reinkommt, sie ist verhext. Ja. Verzaubert. Okay, dass jemand quasi ihr so einen Schwur auferlegt hat und sie sich jetzt davon befreien will. Wie bei Die Schöne und das Biest. Exakt. Hast du jetzt einfach von Die Schöne und das Biest geklaut. Ah, das ist richtig. Ich bin ja sehr gespannt. Ne? Es kommt ja bald ein neuer Ariel-Film raus. Also sagt man ja auch dann einen Live-Action-Film, was Disney ja im Moment macht. Ariel ist eine Person of Color diesmal, was ich ganz, ganz toll finde. Ich bin sehr gespannt, wer Ursula spielt. Ich weiß es tatsächlich nicht. Nee, ich weiß es auch nicht. Aber es gibt ich google das mal nebenbei. Neuerdings ja auch diese Bösewichte-Bücher auch von Disney. Da gibt es auch eins über Ursula. Wie sie böse geworden ist, so die Geschichte. Das gibt es jetzt als Buch, aber ich habe es noch nicht gelesen. Also hast du deine Idee quasi aus dem Buch geklaut? Nee, ich habe es nicht gelesen. Aber du weißt davon. Ich weiß davon. Aber das würde ich auch gern lesen. Das finde ich eigentlich auch spannend, ja. Voll.
Ich finde es eh immer so, diese ganzen, wie ist der Böse geworden? Also auch, ob es, wenn es so Dokumentationen, ganz klassische Fernsehdokumentationen gibt, über warum ist derjenige jetzt, wie er ist und warum ist der... Ich finde es super spannend. Voll. Okay, also jetzt wisst ihr, wer Ursula spielt? Ich weiß nicht, ob die euch was sagt. Also die auf jeden Fall, die wahrscheinlich auch. Melissa McCarthy? Ja. Ach ja! Wie geil ist das denn? Krass! Also das finde ich richtig, richtig geil. Krass. Also Melissa McCarthy ist ja eher für ihre komödiantischen Rollen. Ah, jawohl. Mega Besetzung, richtig gut. Mhm. Ja, ich habe aber auch mal, es gab mal Ariel quasi so als Live-Performance wirklich im amerikanischen Fernsehen, wo die live Ariel das Musical aufgeführt haben. Unter Wasser? Genau, auch noch unter... Nein. Genau, Staring, Franziska von Almsick. Aber das haben sie wahnsinnig schön gemacht. Ich glaube, da war Ursula damals Queen Latifah. Wow, geil. Ja. Nächste? Genau. Nächste. Ja, ich zieh. Frau Mahlzahn aus Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer. Ah. Frau Mahlzahn ist ein Drache mit hohem Bildungsgrad und lebt in der Stadt der Drachen in Kummerland. Ihre sadistische Ader lebt sie in ihrer eigenen Schule für Menschenkinder aus, in der sie von Piraten entführte Kinder gefangen hält und unter Androhung von körperlicher Gewalt unterrichtet. In einer Fortsetzungsgeschichte verwandelt sie sich in einen goldenen Drachen der Weisheit. Also das wäre quasi... Das ist ja dann quasi schon das Spin-Off. Jetzt ist das Spin-Off schon verraten. Mann! Also ich hätte die im Spin-Off sofort in Folge 1 sterben lassen. Also was zur Hölle? Was ist denn mit der nicht in Ordnung? Es kommt natürlich auch wieder aus einer anderen Zeit, diese Geschichte. Ne? Also ich meine, Kindern Gewalt androhen geht natürlich irgendwie gar nicht. Ganz vor allem, wenn du eine Lehrkraft bist. Ja. Schwierig. Aber das ist, also es ist schon irgendwie richtig so, wenn sie dieser weise goldene Drache ist, dann ist sie ja eigentlich schon gut geworden und... Und was ist dann? Man kann Spin-Off drüber erzählen, was für Leute zu ihr kommen und was für Weisheiten sie gibt. Ah, das ist sowas wie in Therapy. Also die ist jetzt quasi eine Therapeutin und therapiert andere böse Drachen. Und die bringen immer ihre Geschichten mit. Oh, ja. Das wäre cool. Und in jeder Folge kommt ein anderer Bösewicht. Ja, und jeder hat natürlich eine andere Geschichte. Und die Geschichte kann man natürlich dann auch immer schön quasi in jeder Folge erzählen. Also die sind dann quasi nur noch so... mehr oder weniger die Erzähler. Oh, wenn das nicht eine Million-Dollar-Idee ist, Herr Schropp, würde ich mir sofort schützen lassen. Mhm. Ich bin gerade am Überlegen. Fünf Minuten haben wir noch, na Mensch. So, dann nehme ich mal das letzte Zettelchen in die Hand. Und zwar geht es um Freddy... der Sheriff aus Bibi und Tina. Oh. Möchtest du erklären, wer Freddy ist oder soll ich vorlesen? Kann ich gerne erklären. Also Freddy ist einer, der wohnt auch in Falkenstein. Der ist ein so ein bisschen so ein Motorradfreak, so ein bisschen einer, der immer auf cool macht und der immer so ein bisschen Chaos eigentlich macht und schon seit dem Kindergarten aber eigentlich in Tina verliebt ist, aber nie richtig zum Zug kommt, weil Tina ja schon immer mit Alex zusammen ist. Mhm. Freddy ist auch ganz schön fies manchmal. Tatsächlich. Oder? Hat der nicht auch Cristobal da ins Wasser geschubst? Ja. Ja. Also er ist schon fies, aber er meint es nie wirklich böse. Er ist eher so ein bisschen tollpatschig fies, würde ich sagen. So. Ja. Und so einer, der eben immer so gern auf dicke Hose so ein bisschen macht. Und hier steht auch noch, er macht eine Ausbildung zum Schmied. Ich weiß nicht, ob das für unser Spin-Off wichtig werden könnte. Na, dann kann ja nur eine Person das Spin-Off erzählen. Ja, das stimmt. Nur du kannst es jetzt weitererzählen. Also in der Serie wurde so ein bisschen angeteasert, dass Freddy mit seinen Kumpels Hank und Klops eine Band gründen will, die Blacksmith. Die Blackschmitz. Und das wäre vielleicht irgendwie so eine Spin-off-Idee, dass er mit seiner Band irgendwie loszieht und Abenteuer erlebt. Und seinen Motorrädern, die sind so eine Motorradgang, die als Band groß werden wollen. So eine BTS-Story quasi. Ja. Ja, verstehe. Gut, da brauchen wir auf jeden Fall noch starke Frauenfiguren. Auf bevor jeden wir jetzt Fall. Diese also drei... Management macht auf jeden Fall eine Frau, Leute. Sorry. Ja, ja, finde ich aber ganz gut. Finde ich eine gute Idee. Können wir so stehen lassen. Ja, ja gut. Das hat sehr viel Spaß gemacht ja, mit dir. Auch. Vielen Dank, dass du
Ich finde, wir müssen es einfach sagen, du bist ja ganz kurzfristig eingesprungen. Das ist richtig. Weil wir hätten dich natürlich noch in einer späteren Folge dann irgendwann eingeladen, aber es gab eben eine Kollegin, die jetzt kurzfristig erkrankt ist, und dass du dir wirklich innerhalb von einem Tag gesagt hast, so, ich komme jetzt wieder zurück nach Berlin, ich verlasse meine Eltern in Bayreuth und fahre hier hoch. Also das finde ich schon ganz gut. Sehr gerne. Und du warst und bist ein ganz, ganz, ganz toller Gast. Geht's jetzt zurück nach Hause oder geht's jetzt zurück nach Hause nach Berlin in deine Wohnung? Zurück nach Hause nach Berlin. Also ich würde sowieso heute zurückkommen. Ah, okay, sehr gut. Genau. Nein, und du bist natürlich extra nur wegen uns. Ich bin extra wegen euch früher gekommen. Genau. Wir sagen es nochmal, Bibi und Tina, einfach anders, startet am 21. Juli in den Kinos. Da wirst du ja auch noch eine ganze Menge Promo machen dürfen, wahrscheinlich. Das macht ja auch immer Spaß. Ist zwar auch anstrengend, aber macht Spaß. Voll. Zu guter Letzt müssen wir dich aber fragen, wir haben ja den Rekorder-Club gegründet. Mhm. Und wir brauchen, davon abgesehen, dass wir Spaß haben wollen, brauchen wir natürlich auch helfende Hände, die irgendeine Position übernehmen. Hast du dir Gedanken darüber gemacht? Erstmal, willst du überhaupt dabei sein? Weil du bist die Jüngste. Willst du mit uns alten Knackern überhaupt abhängen? Und Sind auch coole Frauen dabei. Ja, sind auch coole Frauen dabei. Und ich meinte mit alten Knackern auch dich. Ich finde, das ist ein intensives Wort. Dann gender bitte alte Knackerinnen. Knackerinnen, genau. Und wenn ja, was würdest du machen? Also ich habe mir natürlich Gedanken drüber gemacht und ich würde natürlich gerne im Club dabei sein. Und ich habe ja vorhin schon mal erwähnt, dass ich eigentlich ganz gerne bastel und mal, und ich mache auch gerne so Zimmerdeko selbst und so. Und dann dachte ich so, ich kann ja mal ein bisschen Deko so für den Club machen. Das finde ich eine richtig gute Idee, weil während Annie ja denkt, dass dieser Club, diese Bande ja in irgendeinem Herrschaftshaus, in irgendeinem herrschaftlichen Haus irgendwie auf einem Landsitz einer Adelsfamilie ist, denke ich ja immer, wir sind auf einem auf einem Schrottplatz, sage ich immer. Ich habe immer Müllplatz gesagt, ne? Nein, auf einem Schrottplatz. Und ich finde, auf einem Schrottplatz könnte man hier und da vielleicht ein bisschen was dekorieren. Finde ich ganz gut. Ja, ich denke auch. Aber auch in der großen Villa oder in dem Haus. Ja, man könnte auch dich einfach mal dekorieren. Oh, ja, ich seh auch wirklich aus. Du siehst gerade undekoriert aus. Ja, als wäre ich vom Auto angefahren worden, das stimmt. Nee, da hatte Joschi recht. Toll, vielen Dank. Gerne. Das war ganz wundervoll, dass du da warst. Sehr gerne, hat mir viel Spaß gemacht. Dann sagen wir Tschüss. Tschüss. Tschüss, Ina. Tschüss. Die bezaubernde Ina Katharina Hirschberg. Gott, ist die toll. Jetzt war ich so ein bisschen so, wie du hier teilweise bei unseren männlichen Gästen so... Was soll das denn heißen? ...verliebt bist. Nee, also Bibi und Tina, du weißt ja, das war vorher nicht so meins, aber jetzt denke ich, okay, ich muss unbedingt gucken, unbedingt. Ich bin auch, ich glaube, ich habe das ja auch schon mal erwähnt, dass Bibi und Tina so ein bisschen an mir vorübergegangen ist, aber also einfach cool, eine coole Frau, und ich finde es auch einfach schön, wenn man sich mit... Anfang 20 und gerade wenn man irgendwie so eine große Karriere hat, einfach sowas beibehält, wie eben, voll. Ich male gerne, ich bastel gerne, ich mache gerne Poetry Slams, also ich hoffe, dass sie sich das noch ganz lange bewähren kann, denn wenn sie damit irgendwann aufhört, müssen sie leider aus dem Rekorderclub schmeißen, weil dann haben wir keine Deko mehr. Wenn das keine schönen Abschlussworte waren. Oh. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Nächste Woche sind wir wieder für euch da. Und bitte lasst uns überall nur positive Kommentare da. Bewertet uns, egal wie ihr uns findet, mit 5 Sternen. Und da wir ja jetzt Bibi und Tina-Fans sind, dürft ihr uns auch gerne auf unseren privaten Instagram-Profilen schreiben, welche eure Lieblingsfolgen von Bibi und Tina sind, damit Annie und ich uns da jetzt auch langsam mal so ein bisschen reinhören. Das, was der Herr Schropp sagt. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid bei Rekorder. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Abenteuer. Eine Kiddings-Produktion in Zusammenarbeit mit 4000 Hertz Studio. Schlaft gut. Produktion in Zusammenarbeit mit 4000 Hertz Studio. Schlaft gut.